Wir lernen nur, indem wir uns blicken lassen und aktiv teilnehmen. Wir lernen durch Hören und Anwendung dessen, was wir von spektakulären, sachkundigen Lehrern lernen. Wir lernen, indem wir uns selbst freundlich behandeln, sanft und mit Optimismus und mit einem positiven Glauben an unsere Fähigkeiten. So schaffen wir unsere Version eines außergewöhnlichen Lebens. Hallo zusammen. Ich bin so glücklich, dass ihr hier seid und dass wir die Möglichkeit haben, Zeit miteinander zu verbringen. Letzten Sommer stand ich auf der großen Bühne des Festivals und sprach über den Weg zu einem außergewöhnlichen Leben. Ihr habt mir alle ein fantastisches Feedback im Nachhinein gegeben. Als ich dann darüber nachdachte, worüber ich auf diesem Festival sprechen werde, dachte ich, warum machen wir keinen zweiten Teil zu dem Weg zu einem außergewöhnlichen Leben? Also 5 weitere Schritte. Fangen wir gleich an. Schritt Nummer 1. Zu wissen, wohin man geht und was man ändern will an seinem Weg. Stell dir jetzt vor, jemand klopft an der Tür. Du gehst hin und öffnest sie. Du stehst dann vor fremden Leuten. Sie sehen dich und sie sagen, herzlichen Glückwunsch, du hast soeben eine Traumreise gewonnen. Abfahrt ist in einer Stunde. Und du so, echt jetzt? Und sie, ja, wirklich. Und du dann, ja super, die Reise hat einen Wert von 15.000 Euro, aber für dich ist sie gratis. Und du so, wirklich? Und sie, ja, wirklich. Und du dann, ja, super. Du bist also wirklich aufgeregt, kannst es gar nicht glauben, streckst dich ihnen entgegen, willst sie zum Dank umarmen und merkst, dass sie peinlich berührt sind und Umarmungen gar nicht so ihre Sache sind, also weichst du etwas zurück und sie sagen, hör zu, es wird noch besser. Wir haben das auch mit deinem Boss geklärt. Es würde klar gehen, dass wir dein Gehalt während jener 3 Wochen bezahlen, die du weg bist. Und weil wir uns so freuen für dich und deine Reise, schenken wir dir zusätzlich zu deinem Gehalt ein weiteres zusätzliches Gehalt. Das klingt so gut, das kannst du gar nicht glauben. Du streckst dich ihnen also entgegen, um sie nochmal zu umarmen, weil du so aufgeregt bist. Aber sie stehen ja nicht wirklich auf Umarmungen. Doch du denkst dir, es ist egal, das klingt wirklich wunderbar. Sie sagen, ein Auto wird in einer Stunde kommen und bringt dich zum Flughafen. Sie merken, dass du sie noch einmal umarmen willst, also drehen sie sich schnell um und gehen. Aber einfach alles ist so wunderbar für dich. Du bist ganz verzückt vor Aufregung. Und dann bemerkst du es. Was war die große Frage, die du vergessen hast zu stellen? Wohin geht die Reise eigentlich? Solltest du Skisachen einpacken oder Sachen zum Schnorcheln? Förmliche Bekleidung oder T-Shirts? Eher Wanderschuhe oder Flipflops? Meine Freunde, wir sind jeden Tag inmitten dieses faszinierenden Abenteuers, das sich Leben nennt. Dieses Abenteuer kann möglicherweise zu deiner Traumreise werden. Und die coole Sache ist, dass sie nicht nur 3 Wochen dauert, sondern statistisch gesehen 28.900 Tage. Und dieses tolle große Abenteuer jetzt zu genießen, deine Traumreise, ist eines der ersten Dinge, über die wir bestimmen. Wohin gehen wir? Was wollen wir machen? Und allem voran, was wollen wir verändern? Denn wenn wir uns diese Fragen nicht stellen, mag unsere Freude von kurzer Dauer sein. Okay, das ist also Schritt Nummer 1, zu wissen, wo du hin willst und vor allem, was du ändern willst. Schritt Nummer 2, einen Lehrer finden, der dir dabei helfen kann. Stell dir vor, du bist jetzt auf deiner Traumreise, auf diesem tollen Urlaub für 3 Wochen. Du bist schon ein paar Tage unterwegs, du bist in einem Luxustempel, einem Bungalow oder was auch immer dein Traumurlaub darstellt. Und dann klopft es an der Tür. Du bist dir nicht sicher, wer überhaupt weiß, dass du auf deinem Traumurlaub bist, aber du stehst vor der Tür und tatsächlich steht da ein völlig Fremder mit einer Aktentasche. Nun, du weißt nicht, was zu tun ist und er sieht dich an und er sagt, bist du, er sagt deinen Namen und du sagst, ja, das bin ich und darauf er, dein verrückter Onkel Leo ist leider gestorben. Er ist wirklich sehr traurig und du kommst in Versuchung, ihn zu umarmen, aber er sieht nicht so aus, als ob er umarmt werden will. Du weichst also zurück und sagst, der verrückte Onkel Leo? Ich hatte gar keine Ahnung, dass ich einen verrückten Onkel Leo habe. Er sagt, nun weißt du, er war sehr wohlhabend und hinterließ dir 10 Millionen Euro. Und du sagst, ach ja, der verrückte Onkel Leo, ich habe ihn wirklich geliebt, ich kann es gar nicht glauben, dass er weg ist. Und er sagt, naja, ich bin nicht sicher, ob du verstehst, denn die 10 Millionen Euro sind am Gipfel des Mount Denali, der höchste Gipfel von Nordamerika. Und du so, okay, das klingt eigenartig. Und er sagt, ja, es ist tatsächlich in einem verschlossenen Metallkoffer und um daran zu kommen, musst du den Mount Denali besteigen.
okay, das hört sich wirklich anstrengend an, aber du denkst, das wird schon klar gehen. Und er sagt, nun, ich bin mir nicht sicher, ob du es komplett verstanden hast. Weil noch einmal, das Geld befindet sich am Gipfel des Mount Denali. Und um das Geld zu bekommen, musst du den Mount Denali innerhalb von 24 Stunden besteigen, um das Geld zu bekommen. Du denkst dir, na okay, das wird schon gut ausgehen. Und die Person sagt, nun, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob du das wirklich völlig verstanden hast. Denn wenn du beschließt, dass du nicht nach dem Geld suchen wirst, oder du beschließt, den Denali zu besteigen, aber du länger als 24 Stunden brauchst, um zu deinem Geld zu gelangen, dann gehen die 10 Millionen Euro an einen Auftragskiller. Und sein Job ist dann, dich auszuschalten. Du weichst zurück und denkst, das ist wirklich die verrückteste Woche deines ganzen Lebens. Die Person überreicht dir ein Ticket und sagt, dein Flugzeug geht in 2 Stunden. Viel Glück. Dreht sich um und geht. Du bist vollkommen verwirrt, hast keine Ahnung, was zum Teufel da vor sich geht und beschließt runterzugehen, um ein bisschen Luft zu schnappen und deinen Kopf frei zu bekommen. Also noch einmal, weil du ein bisschen verwirrt bist, fährst du mit dem Lift hinunter, du versuchst zur Lobbyetage zu kommen, aber weil du ein bisschen neben dir stehst, landest du im ersten Stock. Dieser stellt sich dann als die Etage der Tagungsräume heraus. Du steigst aus dem Lift aus und siehst, dass vor dir eine Versammlung von Menschen ist. Und diese stellt sich als eine Versammlung der Denali-Kletterer heraus. Umso erstaunlicher ist die Tatsache, dass sie die Leute im Tagungsraum in 3 Gruppen eingeteilt haben. Es gibt die Leute, die den Denali besteigen wollen, aber es noch nicht getan haben. Dann gibt es die Leute, die den Denali schon einmal versuchten zu besteigen, aber es dauerte länger als 24 Stunden. Und dann gibt es die Leute, die den Denali innerhalb von 24 Stunden geschafft haben zu besteigen. Dein Flugzeug geht bald. Mit welcher Gruppe redest du jetzt? Natürlich mit jenen, die es geschafft haben. Warum? Weil dein Überleben davon abhängt. Nun, unsere tatsächlichen Lebensumstände sind oft etwas weniger dramatisch. Unsere Fähigkeit, Lehrer zu finden, die uns dabei helfen können, zu sehen und zu erfahren, was wir wollen, bleibt aber dieselbe. Nur mit ihnen können wir zu einem außergewöhnlichen Leben kommen. Deshalb ist unser zweiter Schritt, einen Lehrer zu finden, der das, was du tun, sehen und erfahren willst, schon alles erlebt hat und auch jegliche gewünschte Änderung in seinem Leben. Okay, Schritt 3. Du hast deinen Lehrer gefunden. Lerne von diesem Lehrer. Wer weiß, wie man Rad fährt? Und auch wenn das auf dich nicht zutrifft, ich verwende das Beispiel, weil die meisten Leute Rad fahren können. Wenn du es nicht kannst, denk am besten an etwas anderes, was du wirklich kannst, und ersetze es mit dem, was ich gleich sagen werde. Wer von euch kann also Rad fahren? Denkt mal drüber nach, wie ihr Rad fahrt, okay? Toll! Wer hat das Radfahren auf diese Weise erfolgreich gelernt? Du hattest den perfekten Lehrer, ein klarer Experte, nett, mitfühlend, einen tollen Lehrer, der Lernprozess war völlig klar, eine bewährte Methodik, und dann beim Radfahren lernen hast du darauf geachtet, nicht auf diesen Lehrer zu hören. Oder hast du Radfahren so gelernt? Du hast den perfekten Lehrer gefunden, klarer Experte, nett, mitfühlend, toller Lehrer, klarer Vorgang, bewährte Methodik, und um das Radfahren zu lernen, hast du ihn einmal pro Woche getroffen und hast auch sichergestellt, dass du alles ignoriert hast, was er dir beigebracht hat. Oder wer hat es vielleicht auf diese Weise gelernt? Du fandest den perfekten Lehrer, ganz klar ein Experte, nett, mitfühlend, toller Lehrer, klare Vorgänge, bewährte Methodik, und dann, um das Radfahren zu lernen, bist du sichergegangen, dass du jeden Tag, mehrmals am Tag, egal was er dir auch lehrte, egal welche Art von Führung er dir gab, du gesagt hast zu dir selbst und daran glaubtest, ich kann das nicht. Meine Damen und Herren, wir lernen nur, indem wir uns blicken lassen und aktiv teilnehmen, um ein außergewöhnliches Leben zu leben. Wir lernen durch Hören und Anwendung dessen, was wir von spektakulären, sachkundigen Lehrern lernen. Und das bringt uns zu unserer Version eines außergewöhnlichen Lebens. Wir lernen, indem wir uns selbst freundlich behandeln, sanft und mit Optimismus und mit einem positiven Glauben an unsere Fähigkeiten. So schaffen wir unsere Version eines außergewöhnlichen Lebens. Also, wer hat das Radfahren denn so erfolgreich gelernt? Du hast den perfekten Lehrer gefunden, ganz klar ein Experte, nett, mitfühlend, toller Lehrer, klare Vorgänge und bewährte Methodik. Er teilte deine Weisheit mit dir und er lehrte dir alles über das Radfahren. Du hörtest aufmerksam zu, du hattest eine positive Einstellung zu deinen Fähigkeiten, aber dann stelltest du sicher, dass du einen großen Bogen um Fahrräder machst, bis du so ziemlich alles vergessen hast, was du darüber gelernt hast. So gelangen wir zu unserem 4. Punkt auf dem Weg zu einem außergewöhnlichen Leben. Die Wichtigkeit von Übungen.
Eines der größten Aha-Momente in meinem Leben war, dass jeder Experte mit gar nichts begann und später ein berühmter Experte auf dem Gebiet wurde. Das findet sich im Bereich Sport, Wissenschaft, Kunst, Kochen. Immer kommt man von Nichtwissen in den Expertenstatus irgendwann. Es gab irgendwann immer einen Moment, wo alle sagten, darin möchte ich ein Experte werden. Und dann wurde es zu einem Hauptaugenmerk für ihr Handeln und Denken. Damit dies dann auch eintreffen konnte, mussten sie etwas ändern. Denk nur an Albert Einstein. Zu einem Zeitpunkt sagte er, Relativität. Ich glaube, darüber werde ich jetzt eine Theorie formulieren. Dann ergriff er die Möglichkeit, sich nur darauf zu konzentrieren. Daniel Brühl, Diane Kruger, Christoph Waltz, das sind alles tolle und talentierte Schauspieler. Stell dir vor, dass es eine Zeit gab, als sie nichts über Schauspielerei wussten. Irgendwann änderten sie ihren Fokus und konzentrierten sich auf die Schauspielerei. Sie machten eine Änderung und übten. Genau wie sie vorher, machen auch wir jetzt viele Dinge und denken über viele Dinge nach. Es ist die Neuausrichtung unseres Handels, unserer mentalen Energie, die uns dann ermöglicht, wo auch immer wir gerade sind, dorthin zu gelangen, wo auch immer wir sein wollen. Und die große Sache ist, dass du das bereits weißt. Du hast es dir bereits selbst bestätigt, als du damals Fahrradfahren lerntest. Da hat es eine Zeit gegeben, als du dich auf deine Gedanken und deine Handlungen konzentriert hast und es gelang dir. Meine Freunde, wir können einfach das Umfeld all der Dinge, die wir bereits können, erweitern. Wenden wir es in unsere Version eines außergewöhnlichen Lebens an. Okay, Schritt Nummer 5. Bleib dran. Wenn du so durch das Leben gehst, gibt es viel Ablenkung und Herausforderungen. Also werde ich dir einen wichtigen Ratschlag geben, der mir enorm dabei geholfen hat, das zu berücksichtigen. Konzentriere dich auf das eine, auf das Richtige. Sagen wir, du bist ein leidenschaftlicher Unternehmer. Du eröffnest ein tolles Kaffeehaus. Du hast einen Freund, der auch ein leidenschaftlicher Unternehmer ist, und er eröffnet einen tollen Laden für Smoothies. Einmal die Woche trefft ihr euch, um über eure Woche zu sprechen. Eine Woche ist man im Kaffeehaus und das nächste Mal im Smoothie-Laden. Und dort tauscht ihr euch einfach aus. Nun, während einer Woche hast du so mit tausenden Kunden zu tun. 800 von den Kunden sagen, ja, das ist ein tolles Kaffeehaus, das du da eröffnet hast. Ein so besonderer Ort. Ich lieb's, hierher zu kommen. Es riecht toll, der Kaffee ist großartig. Vielen Dank für diesen besonderen Moment des Tages. 190 deiner Kunden sagen, boah, das ist einfach mein Lieblingsort auf dem ganzen Planeten. Ich freue mich immer so sehr, hierher zu kommen. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, dieses Ambiente, diese Energie, diese Erfahrung, die Leute, die hier arbeiten, das ist wahrhaftig der beste Moment meines ganzen Tages. Ich danke dafür, dass du das alles erschaffen hast. Und 10 Leute sagen, boah, ich hasse diesen Ort. Der Kaffee ist furchtbar. Es riecht nach Haselnüssen oder irgendwas anderem. Warum tut man einem Kaffee so etwas an? Alle sind freundlich, aber na und? Ich halt's hier nicht aus. Das ist ein furchtbarer Ort. Ich komme nie wieder. Du triffst also deinen Freund am Ende der Woche, am Freitag. Über was erzählst du ihn? Warum fühlen wir uns immer dazu gezwungen, unsere Zeit, Energie und Ressourcen zu verschwenden an jene, die nicht verstehen, was wir machen und wer wir sind? Also wenn 800 dich liebst, was du machst, und das ist toll so, und nochmal 190 sagen, es ist die beste Sache überhaupt, und es dann jenes 1% gibt. Ignorier das doch ganz einfach. Egal, was du machst, egal, wie gut du in manchen Dingen bist, egal, wie rein deine Absichten sind und wie toll die Vorgänge, du wirst niemals 100% der Leute zufriedenstellen. Es ist so, es hat nichts mit dir zu tun. Es sind die anderen und ihre Probleme. Konzentriere dich also auf das eine, auf das Richtige. Also, unsere Handlungen, unsere Gedanken, sind das, was uns Zeit gibt, unsere Erfolgsaussichten zu beeinflussen. Weil all das sendet jene Nachricht zu dem kosmischen Algorithmus des Universums. Und jener Algorithmus sagt, nun, nachdem diese Person mit ihrer Zeit buchstäblich alles tun kann, was sie will, denke ich, muss sie auch alles gern tun, womit sie ihre Zeit verbringt. Sie muss es lieben. Deshalb werde ich, als wohlwollender kosmischer Algorithmus des Universums, Ihnen mehr davon geben. Mehr von dem, womit Sie sowieso schon Ihre Zeit, Ihre Energie und Ihre Ressourcen verbringen. Der Trick ist also, weiterzumachen. Und ein Teil des Tricks ist es, während du weitermachst, auf das konzentriert zu bleiben, was du wirklich erreichen willst. Okay, bevor ich das hier beende, habe ich noch einen Extra-Tipp für dich. Und zwar ein idiotensicheres System, um Fortschritte zu machen, um dein außergewöhnliches Leben zu leben.
Ich habe über die Zeit gelernt, dass Vertrauen auf eine Sache Vertrauen auf alles aufbaut. Also, hier ist, auf was ich gekommen bin. Und das ist etwas, das man nicht verfehlen sollte, denn es hilft dir unglaublich auf deiner Reise. Ich empfehle es sehr, dass du dir zwei Notizbücher auf deinem Nachttisch bereithältst. Buch Nummer 1 ist ein Buch, das sich auf dein außergewöhnliches Leben bezieht. Idealerweise hat es damit zu tun, was ich Big Five for Life nenne. Es ist etwas, über das ich oft spreche. Die 5 Dinge, die man am liebsten tun, sehen oder erleben will im Leben, während man hier auf diesem tollen Planeten ist. Das andere Buch, das du auf deinem Nachttisch bereithältst, ist ein Tagebuch. Jeden Abend nimm es zur Hand und schreib auf, was du an diesem Tag gemacht hast, was dir geholfen hat, ein außergewöhnliches Leben zu führen. Wenn du am Ende des Tages angekommen bist, im Bett bist und über deinen Tag nachdenkst und es gar nichts gab, was du getan hast, um dich in Richtung jenes außergewöhnlichen Lebens zu bringen, das du anstrebst, dann nimm dir das andere Buch, das das Thema behandelt, das sich auf dein außergewöhnliches Leben bezieht, lies es für nur 5 Minuten und leg es dann zur Seite. Dann nimm dein Tagebuch und schreib hinein, ich habe 5 Minuten über mein außergewöhnliches Leben gelesen. Dieser Vorgang ist eine garantierte Weise, jeden Tag zu einem Sieg zu machen. Jene 5 Minuten werden so genussvoll werden, dass es bald auch 6 werden. Und später ist ein Leben der außergewöhnlichen Momente möglich. Meine Freunde, meine Zeit mit euch geht nun langsam zu Ende, also will ich noch mit einem Gedanken abschließen. Ich mag Geschichten. Und ich sage es oft, dass wir mit einer Geschichte aufhören, unser Leben. Wenn wir nicht aufpassen, werden viele Wiederholungen passieren. Tut dies, kommt nach Hause, geht schlafen und dasselbe passiert wieder am nächsten Tag. Wenn du diese Geschichte jetzt magst und du sie lebst und liebst, dann ist das perfekt. Lebe so weiter. Aber wenn nicht und es sich so anfühlt, als ob deine Geschichte manchmal etwas fad wird, dann ändere sie. Verwandle sie in eine Geschichte, von der du ein begeisterter Teil bist. Verwandle sie in eine Geschichte, die dich begeistert, sie zu leben. Und dann mit ihr zu leben. Damit vielen Dank, meine Damen und Herren. Es war mir eine Ehre, bei euch zu sein. Ich wünsche euch das Allerbeste, während ihr euer außergewöhnliches Leben lebt.